Tja. Dunkle Grüße, liebe Leute. Sonntagsstream, würde ich sagen. Wobei, erstmal kein permanenter Sonntagsstream, sondern einfach generell, heute fangen wir an damit und wir werden das wahrscheinlich nicht nur sonntags streamen, sondern auch andersweitig. Und ja, der Chat ist schon voll. Moin Kurin, bis gleich Kurin. Hi Varu, hi Fenra, schön, dass ihr da seid. Ja, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, das vielleicht, was heißt das, eins der besten Rollenspiele überhaupt. Der Sound ist gerade weg, muss das so? Ah, jetzt geht's los. Ich würde sogar sagen, auf jeden Fall das beste Rollenspielerlebnis nach Final Fantasy VII überhaupt tatsächlich. Auf jeden Fall eins der besten Rollenspiele der letzten, sagen wir, 10, 15, 20 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt das Originalspiel ist, was wir jetzt eigentlich in der Remaster-Version zocken werden. Aber ja, mega geil, ich freue mich sehr drauf, lange schon vorgehabt und jetzt, wo ich endlich mal eine Capture-Card habe, übrigens, Varu sehr Dank, denn ich habe mir damals auch die geholt, die er mir empfohlen hat. ja, dadurch kommen wir jetzt dazu. Ich hoffe, das haut nicht mal ganz kurz gucken, das wirkt so sehr leise gerade. Aber ich habe den maximalen Sound, der da ist, eingestellt. Audio ist auch soweit gut. Stimmt ein bisschen lauter. So. Passt schon. Ja, passt. Egal. Ganz kurz. Sound Alerts. Sei gegrüßt. Ebenfalls gegrüßt. Sound ist aktuell gut. Capture Card. Ganz neue Möglichkeiten. Ganz genau. Zu den Sound Alerts kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe es mir jetzt hier zwar eingerichtet, ganz grob, aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern das hinhaut. Müsste ich das noch nachforschen, Vendra. Aber ich würde sagen, wir fangen mal das Spiel an. Und gucken, was passiert. Ich mache keinen New Game Plus, auch wenn es möglich wäre. Ja, machen wir. Das machen wir auf jeden Fall hier. Komm, easy. Denn, klar, ich könnte jetzt das Ganze beschleunigen quasi mit meinen bereits super starken Charakteren durch das Originalspiel dann einfach nur durchhämmern. Werde ich dann doch nicht tun, habe ich entschlossen. Ein ganz normales Spiel einfach. Und ich mache jetzt trotzdem... Was? Ich warte mal einen Moment, ja. Jedenfalls spielen wir das Spiel ganz normal. Ich kann aber schon mal sagen, ich werde nicht 100% machen im Spiel, dann bin ich über 100 Stunden beschäftigt. Da habe ich keinen Bock drauf. Einfach weil es zu viel Zeit frisst. Ich mache das Spiel, ich mache die Handlung, ein paar Nebenmissionen vielleicht und das war es dann im Wesentlichen. Ich hoffe, das wird so hinkommen. Her mit dem Geld. So, ab dafür. Ah. Dunkle Grüße als Bad Safety-Version. Klingt interessant, mache ich vielleicht. Long ago, the world was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. Bionis and the Maconis. Titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Eons have passed. Now, our world, this vast land stretching across the remains of the Bionis, is under attack from a relentless force known as the Mekon. Retreat! Retreat!
Get away from me! Retreat! No retreat! The Inventron's unknown! No! No! They're advancing down our weak right flank. For a bunch of soulless machines, they seem to know a thing or two. But we'll see. Dunban! We've been given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah. That's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Or we can stay and fight. What? We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. With this, the future is ours for the taking. Stupid beast. Your body can't take any more of the Monado. I can tell by just looking at you. Getting short-sighted in your old age, Dixon. I'm fine. Don't worry, I'm still in control. I should have known I couldn't talk sense into a beast. Let's do this. I'm going with you. You'll need someone to drag your corpse home. As long as you think you've still got the strength in you, old man. Oi, you two! We've been ordered to pull back! I'm leaving! Well, I say you're coming with us. What would we do without those? The enemy's second wave is approaching! It's now or never, Dunban. Let's show them what we've got. We'll give them a warm Homs welcome. Acknowledged. Yeah! Ha! What are they trying to prove? I'm not throwing my life away. No point dying in some godforsaken field. Nothing for it. I'll have to use Dunban as a decoy. Yeah, that should give me time to escape. Arschgesicht. So, den Kampf beginnen. Ich bin mal so frei und mach mal die Tutorials mit, weil gut, kann es eh nicht überspringen, aber was soll's. Drücke L oder R, um Gegner ins Visier zu nehmen. Easy. Ah, geschafft, das war einfach. So, und ja, noch für alle, das ist ein Nintendo Switch Spiel gerade, ne? Also es ist original für die Wii erschienen damals, dann nochmal auf dem 3DS als eine Art Wii-reduzierte Version und dann nochmal quasi als Remaster, wenn man das so nennt, ja, ist ein Remaster-Prinzip, auf der Switch eben. Und das ist jetzt, was wir sehen. So. Sobald der Gegner anwesend ist, erscheint das Kampf. Ach komm, das. Nee, komm, das kenne ich doch schon richtig. Nee. Also, Kampf öffnen mit A, ja, läuft. Ich überlege gerade. Ihr als Zuschauer müsst da ein bisschen mithelfen. Meine Kamera ist gerade unten links. Ich bin mir nicht sicher, ob unten links der ideale Punkt dafür ist bei dem Spiel. Es ist eine Menge los im Screen tatsächlich. Ich überlege sowieso was generell in, meine Stimme ist zu leise. Was? Moment. War ein bisschen leiser nochmal eben. Ich hab eben schon ein bisschen nachreduziert gehabt, Lauschecke tatsächlich. In der Sequenz, dass mir schon zu laut vorkam. So besser? Ich hoffe mal. Jedenfalls, ich brauche ein bisschen Hinweise darum, wo die Kamera sein soll am besten. Links oben, unten, rechts oben oder rechts unten ist die Option. Vielleicht auch irgendwie ganz in der Mitte was ganz Verrücktes probieren. So wie es am besten passt, am besten. Müsst ihr mir Feedback geben, was ihr am besten findet. Und ich überlege immer noch, das tue ich aber, seit ich Kameras benutze, ob ich innerhalb der Filmsequenzen die Facecam ausblende oder ob ich sie drin lasse. Ich tendiere tatsächlich zu ausblenden, bin mir aber nicht ganz sicher. Theoretisch habe ich es ganz gerne immer drin. In Sequenzen, damit man auch sieht, was ich denke, aber das Spiel kenne ich ja inzwischen auch in- und auswendig. Und habt jetzt wahrscheinlich keine überraschenden Gesichtszüge oder sowas, weil ich kenne es halt, da kann man es ja auch ausblenden. Überlasse ich euch die Entscheidung, was ihr am liebsten haben wollt. Ich weiß nicht, wenn dran, müssen wir rausfinden. Zack. Aber aktuell sieht es aus, als wenn unten links okay wäre. Ich denke, das passt eigentlich. Wir gucken mal einfach. Oben links ist doof, unten links könnte funktionieren. Oben rechts wäre auch eine Option. Ich bin unsicher einfach. So, wenn die Entfernung zu groß ist, kann der Autoangriff nicht ausgeführt werden. Aber wir sind natürlich dran hier. So, zack.
Und gerade wer oben rechts am sinnvollsten, da unten links hast du bloß, was du auch unten rechts hast, diesen kleinen Balken da, der muss natürlich unbedingt sein. So, kenne ich, ach du machst voller Quatsch. Ja. Ja. Alle meine Leute dürfen die Leute verletzen hier. Wir spielen gegen die Mekkon, unsere gegnerische Rasse, wenn man das so nennen kann. Halt Maschinenwesen, die normalerweise nicht von menschlichen Waffen verletzt werden können. Beziehungsweise heißen hier Homs, die Menschen. Aber hier ist Monado, was eigentlich schon erwähnt wurde, was Dunben hier, unser Gatte, hält, in der Hand hält. Hat er die Möglichkeit, dass Monado selbst das Schwert hat, die Möglichkeit, die Gegner zu verletzen und immer Spezialattacken hier, um meinen Leuten es ja wirklich nicht auch zu verletzen. Deswegen muss ich ein bisschen darauf achten, das aufzuladen mit Autoangriffen. Das passiert automatisch, ich mache nichts. Ja, und jetzt mache ich zack, Auswahl und alle meine Leute können die angreifen und Schaden machen. Wichtige Sache. Nee, ich glaube, mein Campbell ist gerade normal groß. Ich habe es höchstens ein bisschen anders geschoben, als ich sonst habe, weil ich habe eine andere Spielszene drin. Als sonst die Switch kann sein, dass das ein bisschen anders einfach ist, aber es müsste genauso groß sein. Ich habe es ja reinkopiert gehabt. Ach, Hallöchen. Angriff. Mekkon M8-2. Dankeschön, Kurin. Dankeschön. Ich hab den Kamerarahmen genommen. Ich könnte die Kamera... Ich demonstriere es mal ganz kurz, weil ich habe gerade nicht viel zu tun hier im Kampf. Ich könnte... Ihr macht's doch nicht jetzt. You gotta be kidding. It's their main force. Looks like the Mekkon are hell-bent on taking us out. They'll have to be if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Dixon, Munkar, let's do this. On you, but it's the Monado they're after. So have fun keeping them occupied for me. I'm getting the hell out of here. Munkar, you dirty. Now, don't worry. I'll organize your funerals. Well, see you, boys. Wait. Huh? Oh. If this is a joke, it ain't funny. Looks like this is it. At least we know our luck can't get any worse from here. Dunban? Dixon, take care of the survivors. Dunban, what are you playing at? Those idiots. I'll just come and get the Monado when everything's quiet down a bit. That thing's gonna be mine! Oh, no, please! No! Vile Mekkon. If you think the Homs, the people of Bionis, are just waiting here for you to pick us off, you are sorely mistaken!
Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ein Jahr später. A Mekon M71. I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries. Oh, no good. It's broken. The joint section. It's buckled. It's completely useless. Ugh. Huh? An M69! Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to... Shulk! Ryan! It's not a Mekon. It's just a Krabble. It was using the Mekon armor as a shell. I'll lure it away and topple it. When it's down, use your arts to finish it off. So, da bin ich wieder. So, kann ich Pause machen? Kann ich mich nicht machen. Ah, wäre zu leicht gewesen. Ah, jetzt. Sehr schön. Kurin, keine Angst. Ich habe es zum ersten Mal schon gesehen. Man muss es nicht extra hervorheben. Ich habe noch nicht geantwortet, weil Videosequenzen und so weiter. Und ja, ich hatte gestern spekuliert, ob ich es vielleicht früher anfange heute. Aber es war keine sichere Nummer gewesen. Ich habe, glaube ich, bei Discord geschrieben, ich mache vielleicht 17 Uhr. Es wurde jetzt nicht 17 Uhr mit Anfang heute, weil ich ein bisschen mehr Zeit haben wollte für das alles. Und ich stream trotzdem bis 20 Uhr heute nach Plan, aber ja, ist ja nicht so schlimm, meine Güte. Ich war ja nicht ganz sicher bis noch vorhin, ob ich es schaffe bis 17 Uhr. Daher passt das schon. So, ja, ich glaube, das war's soweit. Kaffee einfach mit Blut trinken. Du hast recht. Ja, so. Leere Rampieranzeige resultiert in Kampfunfähigkeit. Nein! Ich hätte das gedacht, oder? Ja, das kennen wir alles schon, machen wir, läuft. So, Freund angreifen, Zusatzschadpapier. Techniken können nicht ständig verwendet werden, sie müssen erst aufladen, durch Autoangriffe übrigens. Zack. Hier kann ich jemanden heilen. Boah. Spezialtraining einsetzen. Das sind die in der Mitte. Wenn die aufgeladen wurden, dann gibt's ordentlich auf die Schnauze. Ungefähr. Jetzt so. Bam. Geil, wa? Und Schatztouren bei Gegnern ist auch klar. Es ist schon ulkig, wie das Spiel gerade spielt, denn ich spiele aktuell immer noch den Teil 3 und beziehungsweise den DLC zu Teil 3. Also das Kampfsystem schon ein bisschen aufgemotzt hat tatsächlich. Aber das Spiel ist halt wirklich von 2000... Oh, lass mich lügen. Wie gesagt, zu Wii-Zeiten kam es raus, auf der Wii. Ist schon ein paar Jährchen her. Ja, ist schon ein paar Jährchen her auf jeden Fall. Moin Brummi, dunkle Grüße. Was ist das für ein Spiel? Das ist Xenoblade Chronicles, Brummi. Das beste RPG, in Klammern JRPG, der letzten 20 Jahre. Also die ganze Reihe wohlgemerkt. Xenoblade Chronicles 1, 2 und 3. Wir spielen auf der Nintendo Switch. Und ja. Ist das hier ein Gegner? Ja doch. Ein gemeines Raub. Komm. Kämpfen wir mal gegen den. Vorsicht vor Wut des Gegners. Umso mehr man angreift, umso mehr Wut bekommt man hier auf den Gegner und umso eher ist man anvisiert. Deswegen sollte man eher Leute angreifen lassen. Wie mein Ryan da drüben, der als Tank fungiert, damit er entsprechend angegriffen und anvisiert wird. Aber wenn man einen Angreifer wie Schuld mehr Schaden macht, habe ich trotzdem Arschkarte. Thanks, Ryan. Warte kurz. That was a close one. Man, what were you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. There are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Schult. Anyway, we better get back to the colony. If I'm late for drills again, old Square Tash is gonna kill me.
Squirtash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Wusch. Schön, ihr geht bereits fleißig Knallpunkte aus. Finde ich toll. Moment, ich starte mal fix die Community Challenge, bevor es hier vergessen wird. Klapp, zack und Ende. Da haben wir sie auch schon. Und nebenbei wir ja die andere deaktivieren. Zack und weg. So, gern geschehen. Und jetzt, liebe Leute, trinken wir mal einen Schluck. Denn auch das wurde gerade einmal eingefordert. Ich weiß gar nicht mehr genau. Hatte ich beim letzten Mal 50.000 oder 80.000 Punkte für die Challenge gehabt? Ja, danke, Baru. Ich glaube, es waren 80.000, aber ich glaube, ich habe gerade viel zu wenig eingegeben dafür, aber ist egal jetzt. Los geht's. Ja, was soll's. So kommt man nicht zum Spielen, aber es ist ja völlig in Ordnung. Ihr wollt das Spiel nicht sehen, ich verstehe schon. Ihr wollt nur sehen, wie ich mich hier ein bisschen verausgabe. Total klar. Gerne, sagt er. Und ja, Kurin, die Sound-Adapts müssten jetzt eigentlich wieder funktionieren. Ich war heute in der Lage, mich hier ganz normal mit OBS an Twitch zu verbinden. Glaub, es geht wieder alles jetzt, wie es sein sollte. Hab sie auch erst bei der Switch-Szene eingerichtet, also auch da müssen sie jetzt drin. Nee, ich höre nichts, hä? Scheinbar doch nicht. Wieso geht das nicht? Die Alerts sind drin, die Sound Alerts. Ich sehe sie, hier ist sogar ein extra Dingens dafür. Kommt gerade nichts, erstaunlicherweise. Das muss ich nochmal überprüfen. Dann weiß ich auch gar nicht genau. Ich mache sowieso bald eine Pause. Also ich mache ja eine knappe Stunde spiele ich, dann mache ich kurze Pause und dann spiele ich weiter. Vielleicht wegen der Capture Card, ich weiß es nicht genau. Kriege ich aber raus in der Pause. Ich habe eine Ahnung, woran es liegen könnte, aber das kann ich gerade nicht gut machen. Das muss ich in der Pause mal kurz machen. Ich glaube, ich hätte eine Idee, woran es liegen könnte. Aber egal. Hallo Samira. So, Zielpfeil am Arsch brauche ich nicht. Komm. Tutorials sind für einen Loser, die das Spiel nie gespielt haben. Ah, zu viele Sachen. So. Untersuchen. Alles nehmen. Ja. Schon so ein Ding hier, was man bei dem ersten Spiel hat. Man muss die ganzen Truhen, die die Gegner hinterlassen, manuell öffnen. Ich glaube, ab Teil 2 oder spätestens ab Teil 3 4 fallen die automatisch in dein Inventar rein oder droppen was. Du musst es einsammeln, ohne dass du was aufmachen musst vorher. Ist ein bisschen angenehmer. Aber hey, was soll's. Na, verdammt. Auch ein bisschen irritiert. Normalerweise mache ich hier mit Gegner, die Sache unten aushielen und mit den Tasten hier was anderes. Das ist hier in Teil 1 auch anders als in Teil 3. Deswegen muss ich mich gerade ein bisschen umgewöhnen. Aber das kriegen wir schon hin. Ein Fünftel schon voll. Ja, ich glaube echt, ich hatte vorher 80.000 gehabt bei der Challenge, ne? Das sieht gerade nicht richtig aus. Aber ich glaube kaum, dass ich von euch eine entsprechende Antwort bekommen werde. Zack! Backslash! Super Angriff! Auf die Schnauze, Hasid! Bam! Ja. Ja, Samira und die Armen. Hilft alles nichts. Passt schon. Ja, schon klar, Brumi. Schon klar, dass es hier passt. Naja. Aber ich habe das Gefühl, es ist aber nicht richtig so. Mit 50.000 ist viel zu wenig. Ich hatte, glaube ich, anfangs 30.000 beim ersten Mal, beim zweiten Mal 50.000, beim dritten Mal 80.000. Das habe ich jetzt noch kurz zum Stream eingerichtet, deswegen ein bisschen nicht beachtet. Aber ich glaube, es ist einfach zu leicht für euch jetzt, die Challenge. Naja. Ja, 80.000, sag ich doch. Naja. Dann sollte es ja ein leichtes für euch sein, das jetzt auf die 6 hochzudrücken. Zack. So. Wie schon erwähnt, ich werde dem Spiel jetzt keine 100% machen, alle Nebenquests, alle Aktivitäten und so weiter und so fort. Das dauert aber zu lange bei dem Spiel. Ich werde wahrscheinlich trotzdem Level Grind betreiben müssen, weil es ist halt ein JRPG, da passiert sowas schon mal. Aber
das werde ich wahrscheinlich eher offscreen machen, wenn überhaupt. Ich bin mir ganz sicher. Ich muss ja schon ein bisschen grinden, damit ich hier nicht total verkacke gegen die Bosse. Das ist Tatsache. Müssen wir schauen. So, hier sammeln Sammler-Items. Apropos. Gäste aktivieren, dann könnt ihr mich auch sehen. Just chatting. Just chatting geht auf jeden Fall. Mit Gästen habe ich mich noch gar nicht bisher auseinandergesetzt. Da weiß ich gar nicht genau. Skelettenmoos, was war das denn? Ich glaube, es war neu im... Achso, ja, okay. Es war neu im Remaster. Ich komme auch mal noch ins Menü meiner Helden. Na gut, dann warten wir noch kurz. Hui, ich habe neuen Skill gelernt. Juhu! Backslash und Sideslash. Jetzt. Ihr seht schon da, wenn dann das Ausrufezeichen leuchtet, dann ist das Skill gerade besonders aktiv, weil ich entsprechend ausgerichtet bin. Ich mache es einfach so, für jede extra Liegestütze 10.000 Punkte mehr gespendet werden müssen und kein Limit erhöhen. Ah. Das ist tatsächlich nicht verkehrt, Waru. Das ist eine gute Sache. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch so übernehmen dann, 1:1. Das Ding ist ja, wenn jetzt Samira auch als Gäste dabei ist, dann sieht man dich richtig in meinem Stream oder sieht man dich dann und mich in deinem Stream? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil noch eine Kamera mehr hier im Spiel, glaube ich, würde einfach das Bild einfach zu sehr einschränken, tatsächlich auch. Ich habe mich mit Gästen bis echt überhaupt gar nicht beschäftigt. Aber per se wäre es mal durchaus lustig, bei je nachdem, was wir spielen, eventuell mal sowas zu machen. Man sieht meinen Video in deinem Stream. Ja, wie gesagt, es wäre ein bisschen too much, weil hier generell schon eine ganze Menge auf dem Bildschirm passiert. Ich finde meine Kamera schon fast zu viel dazu. Ist da ja vielleicht ganz so praktisch. Haja! Ja, ja. Naja, auch die Größe bestimmen kann. Muss man sich überlegen. Ich habe bei Xenobet eher weniger tatsächlich. Generell mal sowas machen, ja. Bei diesem Spiel glaube ich eher weniger. Aber auch da kann man es vielleicht mal versuchen. Ich meine, theoretisch wäre, wie es auch noch dann aussieht, unten rechts auch noch ein Spot, wo es okay wäre. Oben links, oben rechts sind ja jeweils Sachen gerade, die man verdecken würde, was ich nicht will. Und, aber unten rechts wäre theoretisch noch Platz. Müssen wir mal gucken. Da. Achso, ja. Ganz lustig gerade und auch ganz angenehm. Ich spiele das Ganze ja nicht über den Bildschirm per se, die Switch. Ich spiele ja tatsächlich innerhalb meines OBS-Bildschirms. Aufgrund Capture Card möglich. Also ich muss jetzt tatsächlich nicht meinen Bildschirm des PCs auf HDMI-Output der Switch stellen, sondern ich mache es tatsächlich einfach über die Capture Card gerade am PC in OBS. Und habe deswegen meinen Chat tatsächlich nicht mal oben auf dem Bildschirm, sondern direkt neben dem Spiel hier. Habe generell zwar ein kleineres Fenster, ist aber nicht so schlimm, denn das Spiel ist ja sowieso nicht auf so hoher Auflösung, weil halt Switch. Und wenn ich es halt auf einem 2K-Bildschirm spielen würde, sieht es immer ein bisschen blurry aus. Und so ist es perfekt für mich tatsächlich. Finde ich ganz praktisch. Und es ist in dem Chat auch echt nett, dass es hier rechts geht. Jo, die Arme geht nicht. Warum geht das nicht? Ich selbst kann es einlösen. Müsste eigentlich gehen, Samira. Wurde auch schon gemacht heute. Ja, Fenra, aber das hat... Ach, du bist doof. Ich lauf da zurück, wie toll. Hab die verlaufen. Da lang geht's. Hoch dir, ja, vielen Dank. Toll. Gibt es schon automatisch laufen? Nee. Gibt's auch in den Nachhängern teilen. Los, ihr macht das schon mal. Ich mach nebenbei das hier. Ist der höchst normaler Gegner, kriegen wir hin. Autoangriff for the win. Wenn er mal angreifen würde, jetzt. Na klar, Test. Natürlich. Würde ich auch sagen. Bring it on. We win! Man, what a bunch of jokers. So. Da hast du deinen Test.
mit Bravour gelöst. Und nehmen wir was trinken, liebe Leute. Die Flasche in die Hand, Iolet, Judge, Judge, ein guter alter klingonischer Trinkspruch. Und trinken ist sehr wichtig, heute ist es sehr warm. Wobei, bei uns geht es eigentlich einigermaßen. Da war es die Woche, glaube ich, schon wärmer gewesen, tatsächlich. Aber egal. Trinken soll trotzdem ganz gut sein. Das sagte mein Arzt mal. Ja, ich kenne dich. Ah, es ist verkloppen. Kann ich eigentlich hier im Kampf... Ja. Man kann das Spiel theoretisch, wie man gerade sieht, aus der quasi Ego-Perspektive spielen, was ulkig ist, aber die Kamera ist ein bisschen weit unten. Kann man... Ob ich nach oben stellen? Ich weiß gar nicht genau. Ja, kann man. Ich könnte hier aus dieser... ist ulkig, aber da fehlt im Kampf nachher die Übersicht ein bisschen. Aber auch das ging theoretisch, wer da Bock drauf hat, das Spiel so zu spielen. Wissen viele gar nicht. Und tatsächlich ist es ziemlich cool, einige der Gebiete in Xenoblade in der Ego-Perspektive anzunehmen, weil es einfach einen völlig anderen Eindruck hat, als man halt von außen betrachtet. Aber angenehmer ist es schon, das so zu machen. Also es ist einfach das bessere Spielgefühl tatsächlich. Fenrir, viel Spaß im Lurk. Alles wegmachen hier, komm. Alle Gegner auf die Schnauze. Aue. Aue. Was soll denn das? Backslash. Yeah. Übrigens, Schulk, nur für die interessierten Leute unter euch, das seid ihr ja alle, ist ja auch in Super Smash Bros. Als Charakter spielbar. Ja. Voll gut. Ich erwähne das so zufällig, weil wir am Fall vorhaben, ein Super Smash Bros. Community Event zu starten, wenn da genug Leute mit dabei wären. Faro zum Beispiel muss überzeugt werden, sich Smash Bros. Zu holen. Dann ist aber auch eingeplant. Hat dort 32 Grad und jetzt immer noch 31 Grad. Oh, da haben wir deutlich weniger, glaube ich. Ich weiß gar nicht wie viel, aber ich würde schätzen, wir hatten Mitte 20 Grad, wenn es hochkommt. So warm war es heute nicht. Aber es war auszuhalten auf jeden Fall. Es war eine angenehme Hitze. Alles nehmen. Gelevel up. Dann komme ich da mein Menü rein, Mensch. Oder muss ich... Ach so! Ah! Falscher Knopf dafür. Ausrüsten. Gehört ja mit dazu, ne? RPG. Leute ausrüsten. Das zeige ich gerade. Das hier hole ich mir. Und meine Blockrate geht runter von 0 auf minus 5. Okay. Also bleibt bei minus. Bei 0. Soll mal recht sein. Ja, haben noch nichts Neues gefunden hier. Was haben wir hier? Achso. Das sind Transmogrifikationen quasi. Wieso habe ich denn so viele? Moment. Scheinbar bleiben meine Transmogs aus dem Hauptspiel erhalten. Denn ich bin sicher, ich habe die ganzen Namen noch nicht gefunden gehabt hier. So zum Start des Spiels. Interessant. Nutze ich erstmal nicht, weil es ja irgendwie doof. Aber gut zu wissen. Irgendwie aber nicht so geil, finde ich. Bei New Game Plus wäre es okay, aber jetzt gerade finde ich es ein bisschen sinnfrei. Naja, aber soll's. War Super Smash für 70? Aber nicht im Retailhandel. Da muss ich natürlich nicht digital kaufen dann. So schon entweder auf digitale Angebote warten bei Smash oder aber das Ganze irgendwie mal in einem Laden kaufen. Da ist es ja auch mal reduziert und auch mit Angeboten. Oder mal bei Amazon gucken oder sowas in der Richtung oder eBay, keine Ahnung, da ist sowas ja in der Regel eigentlich relativ günstig zu haben. Also man darf auf keinen Fall Nintendo-Spiele im eShop kaufen. Wenn man darauf aus ist, ein paar Jahre nach dem Spiel-Release das Spiel günstig zu kriegen, dann nicht der eShop, da ist die falsche Adresse einfach. Davon abgesehen, Kurin, ich weiß nicht, ob das Spiel was für dich ist. Es ist recht hektisch, es ist kloppen, es ist hauen. Ob du deinen Spaß hättest, aber nur fürs Community-Event, weiß ich auch nicht. Würde ich daher vielleicht gar nicht mal als Kaufempfehlung für dich in den Raum stellen. Musst du aber wissen. Oh, 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 warte kurz. Kamera weg. Ja, nicht das. Meine Kamera, wo ist sie denn? Da. Colony 9. Here we are. I better stop in at HQ. You're off to the Weapon Development Lab. Yeah, when I've sold any parts I can't use. All right.
See you later. So, eine Sekunde mal. Ich bin gerade nebenbei in den Optionen drin und wo haben wir das denn? Ich habe gerade Kamera. Oh, ist die falsche, aber ist egal. Wo war das denn? Da. Zack, zack. Okay. So, jetzt per Knopfdruck. Hätte ich vorher schon machen müssen, aber habe ich vergessen gehabt. Das muss ich dann da unten suchen. So. Meine Gruppe ist alle. Ich bin allein. Ich bin so allein. So allein. Mit vielen Tutorials, aber ganz allein. Reisepunkt. Oh, ganz viele Ausrufezeichen, ganz viele Nebenmissionen. Ja, ja. Wenn ich mich nicht täusche, waren die gelben Punkte Leute, die was zu sagen haben. Ich komme gerade ins Haus rein. Hier wohnt unser Held Dunbin, den wir im Intro gespielt haben. Ich sehe so klein aus. Winziger, kleiner Schulz. Einkaufen können wir Sachen, ja, ist klar. Brauchen wir das? Ich denke nicht. Aber vielleicht. Aber generell, ich komme, was ist. Ich habe zwar viel Geld bekommen und so weiter, aber wozu soll ich mir was holen? Ich glaube, ich finde noch genug. Lassen wir mal erstmal. Oh, warte, warte, aber das wiederum. Brauchen wir schon. Das sind nämlich Technikbücher. Damit man neue Skills lernen kann. Das sollte man schon haben. So. Wo haben wir das? Ich glaube, bei Ausrüstung müssen. Nee. Wo mag das gewesen sein? Hier nicht. Hier auch nicht. Wo waren diese Items? Jetzt bin ich überfragt. Sammel-Items? Generell Items? Aha. Wegen Sammel-Items gelesen. Zack. Zack. Jetzt können wir all die schönen Sachen verbessern. Oder erweitern. Erweitern, genau. Denn. Das geht doch nicht, sehe ich gerade. Das kommt erst später. Na gut, okay. Wie gesagt, es ist ein bisschen anders vom ganzen Hut und so weiter als Teil 2 und 3. Natürlich habe ich das jetzt zuletzt gespielt. Also Teil 3 ist zuletzt gespielt, Teil 2 davor und das hier ist schon eine Weile wieder her. Wobei, stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe das nach Teil 2 gespielt, weil erst nach Teil 2 auf der Switch kam ja dann das Remaster von Teil 1 raus. Dennoch, es ist einfach eine Weile her. Und wenn man gerade frisch von Teil 3 kommt, ist es einfach anders. So. Wow. Shura. Ätherlampen strahlen ein faszinierendes Licht aus. Sie sind nützlich und funktionieren immer einwandfrei. Ich frage mich, warum es noch keine Bücher darüber gibt. Tja, wer weiß das schon so genau. Harmoniediagramm. Wenn man mit den Menschen quatscht, Sachen mit dir herausfindet, kann man das Harmoniediagramm steigern und erweitern. Mein erster Freund, da haben wir ihn. Colony 9. Auf Stern 1 von 5. Ganz viele Menschen hier. Quests machen, anquatschen, Sachen lernen. Und dann geht das ab, das Ganze. Tauschen hier auch noch. Ich hab ganz vergessen. So ein Feature, was nur in Teil 1 funktioniert. Teil 2 und 3 haben wir es nicht mehr gehabt. Aber Teil 2 weiß ich gar nicht genau. Viel Spaß im Lurk, Waru. Und vergiss nicht, das Spiel dir auch mal zu holen zu Let's Playen. Das ist ein super Spiel. Solltest du noch machen, bei Gelegenheit. Aber tauschen tue ich nichts. Ah. Sylviane oder Sylviane. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Hallo. Hallo. Ich muss sagen, mein Leben läuft ziemlich perfekt. Jedenfalls besser als das von diesem Brückentyp. Er lungert jede Nacht bei der Brücke herum. Uah, anscheinend trainiert er seine Stimme. Komischer Kauz. Ja, ja. Schon komisch. Ich glaube, ich kann ein bisschen ranzoomen in der Stadt. Hier. Ich liebe die Nopon. Das sind die kleinen Fellknäule. Die haben Arme und noch mehr Arme. Georgios Curry ist bestes Curry auf ganz Bayonis. Schon probiert? Nein. Unwichtiger NPC, du. Eine Quest abholen, na klar, hey, hau rein. Hey. Ich will meinem Sohn eine Rüstung in seiner Größe anfertigen. Ich habe nur leider nicht genug kleine Schuppen. Könnt ihr vielleicht helfen? Annehmen. Fetch Quest, yay, die besten in solchen Missionen. Spielen. Ja, komm. Machen wir easy, komm. Irgendwann holen wir uns das alles ran. Oh man, läuft noch so langsam. Es gibt ja noch eine Möglichkeit, es dauert aber eine Weile, seine Laufgeschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen. Aber bis dahin... Ach, verdammt.
ging es gar nicht lang. Dauert's einfach. Und wenn du Zweifel hast, da das Spiel Super Smash Bros. Für mich wäre, bin ich geneigt zu glauben, du recht hast. Ja, ich denke schon. Ist halt ein sehr hektisches Spiel und keine Ahnung. Und das wäre ja auch... Es ist ja eigentlich nur ein reines Kloppe-Party-Spiel. Wenn du es nicht regelmäßig spielst, ist es, glaube ich, ziemlich sinnfrei für dich einfach. Es ist halt keine Story in dem Sinne und so weiter, daher gibt es doch nichts für Singleplayer großartig. Das bringt's für dich, glaube ich, echt nicht. Olexi! How's it going? Oder Olexi? Oh, ich glaube, ich passe einfach nicht in diese Stadt rein. Die Leute hier haben kein bisschen Kampfgeist. Und ich platze vor lauter Kampfgeist fast aus allen Nähten. Du armer Typ, du. Halt, Quest, warte. Hallo. Desiree. Oh, Schulk, da bist du ja. Ich suche schon überall nach dir. Hier, schau mal. Irgendwie ist mein Uhr kaputt gegangen. Ich sag's ja, ich kann einfach nicht mit technischen Geräten umgehen. Könntest du sie vielleicht für mich mal ansehen? Ja, sieht ganz schön kaputt aus, aber was soll's. Sag mal, dein Vater war doch Mechaniker, oder? Hat er dir nicht beigebracht, sowas zu reparieren, du dummes Huhn? Ja, er hat's versucht, aber ich habe einfach kein Talent für sowas. Als ich klein war, habe ich versucht, ihm bei der Arbeit zuzusehen und so weiter, aber es hat nicht funktioniert. Er konnte toll mit dem Hammer umgehen, aber ich war einfach schlecht. Und jetzt, naja, jetzt ist er fort. Und ich bin einfach nicht er. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich bin zu doof dafür. Tja, entschuldige, Desiree, ich wollte nicht, dass du traurig wirst, aber naja, wer es nicht kann, kann es halt nicht, ne? Ach, keine Sorge, ich bin nicht traurig. Der Tod meines Vaters ist schon über ein Jahr zurück, ich habe mich inzwischen, naja, ich komme damit klar. Ich denke, ich bin über den Weg und so weiter, ne? Also, wie geht's aus? Kannst du meine Uhr reparieren oder nicht? Ja, kriegen wir hin. Oh, toll, dankeschön. Aber sie ist ziemlich kaputt. Ich werde in mein Labor gehen müssen, um was zu reparieren. Kann eine Weile dauern. Zack. Machen wir. Irgendwann. Plopp. Bisschen die Gegend erkunden. Oh, warte. Da ist ein Typ. Miller. Hallo. Hallo. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr weiter zu schwänzen. Kein Bock mehr zu schwänzen? Okay. Aber unter diesem Feldwebelchen werde ich sicher nicht arbeiten, ey. Das Feldwebelchen. So, so. Muss mal angucken hier. Wupp. Guck mal, unser Harmoniediagramm wächst und wächst. Juhu. Das ist aber nicht toll, Kurin. Ohne Internet kannst du keinen tollen Stream gucken. Bedenke das. Herr Presser ist auch ein geiler Name, ne? Der Erpresser heißt Herr Presser. What's up? Habt ihr was Bestimmtes, indem ihr mit mir redet, oder was? Ich bin ein ganz normaler Geldverleiher. Wem ich Geld leihe? Momentan bin ich der Gläubiger dieses dämlichen Journalisten, Alter. Und bei dem sind, nebenbei bemerkt, doch einige Raten fällig. Oha. Who's this? Ich versuche, eine Falle für Insekten zu basteln. Aber es fehlt mir an wichtigen Materialien. Helf mir doch mal kurz. Ja. Okay, danke. Ich habe wirklich kurz davor, alles hinzuwerfen. Hey, wir haben es schon gefunden. Sehr geil. So einfach kann das gehen. Und Kolonie-Bonus bekommen. Ah, ich sehe schon, ich werde wahrscheinlich doch alle Quests machen. Wenn ich mir die Quests sehe und das Harmoniediagramm, sehe ich mich nicht, wie ich davon nicht alles mache während der Handlung, um hier weiterzukommen, weil man dann letztendlich auch immer den Harmonielevel einer Kolonie auf Maximum steigert, droppt auch mehr Items und sowas alles. Und das ist jetzt auch irgendwo wichtig. Naja. Hey, der Juwelenonkel. Hallöchen. Tach, Jungspunde. Ich habe hier was Interessantes für euch. Worum es geht? Ha, na, um den Ätherofen hier neben mir. Wenn ein Lebewesen stirbt, erscheint ein Ätherkristall. Das wisst ihr doch bestimmt, oder? Weiß doch jeder. Klar. Die Ätherpartikel im Körperinneren werden, wie war das? Ach egal, genug Theorie. Komm, was soll's. Wenn was stirbt, kommt ein Ätherkristall heraus. So einfach ist das. Und das Beste kommt jetzt. Haltet euch gut fest. Dieser Ofen komprimiert Äther und entfernt Verunreinigungen. Und so entstehen Ätherjuwelen. Ba 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 ba. Falsches Spiel. Toll, was? Ha. Moment. Ihr seid ja gar nicht aus dem Häuschen. Hm. Na, ich denke schon, ihr kapiert nicht, wie unglaublich toll das ist. Gebt euch das. Dieser Ofen schmiedet automatisch Juwelen. Er verdichtet verschiedensten Substanzen der Ätherkristalle. Ätherjuwelen können euch ungeahnte Kräfte verleihen, Leute. Nicht nur im Haushalt gelingt damit alles im Handumdrehen. Nein, auch für militärische Zwecke perfekt geeignet. Man braucht nur Waffen oder Rüstung mit Sockeln. Easy going. Was ist also? Wo ist die Begeisterung? Hä? Wo ist die Begeisterung? Ich will sie sehen. Zeigt mir eure Begeisterung im Chat. Zeigt sie mir. Zeigt sie mir. Zeigt sie mir. Na, wie auch immer. Probiert's mal aus.
Chat, Begeisterung? Hallo? Ihr habt die 2 Juwelen. Steckt sie einfach in den Sockel rein. Oder in eine Waffe, wenn die passen. Aber ist doch egal. Ja, genau. Ab geht er. Sehr schön. Ja, Verstärkung und so weiter und so fort. Gutes alles Diablo-System. Ausrüstung. Da haben wir die Juwelen. Haben wir hier KP und Stärke rein. Also bei uns haben wir Stärke rein, weil wir sind Angreifertyp. Ich habe auch dabei nichts. Ich könnte aber KP spare ich mir noch auf. Aber so läuft das dann. Prinzipiell. Neue Technik gelernt. Juhu. Ja, das dazu. Ich habe immer noch nichts zum... Nee, kommt später. Habe ich schon mal erwähnt, ich glaube noch nicht, dass die Musik dieses Spiels so wunderschön ist. So wunderschön ist sie nämlich. Rosemary. Hi there. Rosemarie. Irgendwie ist das seltsam. Eigentlich sollte mein Herz jetzt vor Aufregung klopfen, aber das wäre doch wohl die normale Reaktion. Stattdessen fühle ich nichts als Verzweiflung. Seltsam. Okay. Hi there. Moment. Der letzte war ein wilder Typ. Diesmal habe ich mir einen eleganten Typen geschnappt. Aber das war wieder eine Niete. Tja. Schon nicht leicht hier in Colony 9. Mit den Typen. Hallöchen, Puppöchen. Sesam, öffne dich. Alright. Was wollt ihr? Wir besprechen gerade was. Unseren großen Plan. Das könnte ein ganz großes Ding werden. Es steht doch nicht genau fest. Alles noch in der Planung. Okay. Dann besprecht mal. Wirkt gar nicht dubios oder so. Ich brauche keine Sorgen, dass ihr irgendwas vorhabt. Gar nicht. So, auch du versuche ich mich einfach auf das Game zu konzentrieren. Sonst kapiere ich nicht, was da passiert. Gute Idee. What is it? Hi, Kenny. Sie haben Kenny getötet, die Schweine. Es ist meine Berufung, die Kultur dieser Stadt zu fördern. Wann immer es um Kunst geht, kommt vertrauensvoll zu mir. Ich werde gern tun, was ich kann. Alter Angeber. So, da noch eine Quest, da noch eine Quest, da noch eine Quest. Quest, 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 überall. Reisepunkt. Ich suche gerade oben, wie lange ich schon spiele. Ich muss ja da unten gucken. Hahaha, na gut. Hallo. Das hat der Richtige. Ja, sagt er. Ich habe meinen wertvollsten Besitz verloren. Mein Ehering. Oha. Er ist so winzig. Ich habe ihn schon überall gesucht, aber pff, würdet ihr mir helfen, ihn zu finden? Ich bitte euch. Ja, okay. Ah, ich möchte nicht, dass ich meine Frau aufregt. Ich zähle auf euch. Ja, sie voll überlegen müssen, du Idiot. Komm, ich will mir nachher in dem Quest ein bisschen Handlung machen hier. Ich bin eine Stunde um und ich habe nichts an Handlung gemacht, außer das Intro. Das geht ja auch nicht. Komm. Hab dafür. Latsch, latsch, latsch. Keine Angst, hab bei den ganzen Reisepunkte, gibt's nur noch Schnellreise. So, apropos hier. Reisepunkte entdecken. Aufs Stichwort. Toll. What the hell are you playing at? Uh-oh. The colonel's gonna explode. Crashing the mobile artillery into a house? How long have you been in the force? Sorry, sir. It's just that we were trying to go as fast as we could, like you ordered. But it's impossible to get back to the military district in only 40 seconds. I don't want any excuses. Champions don't whine. They win. Yes, sir. You're a disgrace to the uniform! Are you forgetting the shame you brought on this force during joint maneuvers with Colony 6? Stick your back into it, maggots! Move it! Yes, sir. Get the artillery back to the military district, double time! Then I want a million press-ups from both of you. You better not stop until your biceps explode! Colonel, we can't move the artillery. What? You better give a damn good reason why. Sir, the impact of the crash damaged the ether conduction cable. The ether fuel proceeded to leak out, and now the cylinder is empty. Well, change the cylinder then. Can't you even do something as simple as that? The auxiliary cylinders have all been used up. It'll be 3 days until more come in, sir. I told you to keep a stock of fuel in reserve.
sorry, sir. You're nothing but slackers! Same old Colonel. At this rate, the men will all be dead before they see any action. So kann's passieren. Flop, da bin ich wieder. Wäre geil, dass ich jetzt im Fade in und Fade out die Kamera, aber zack, zack, ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, es geht nicht anders. Nun ja. Ihr armen Schweine, ihr. Aber was macht ihr auch so ein Mist? Andreas. Hallo. Hey. Total langweilig, öde, monoton, stumpf und fade. Genau das denkt ihr darüber um meinen Job, nicht wahr? Ihr? Wer ihr? Ich? Bin doch alleine. Ich glaube, ihr seid gemeint. Ja, weit gefehlt. Wenn ich um diese Uhrzeit Dienst schiebe, dann... vergesst, was ich sagen wollte. Das bleibt geheim. Okay. Ist auch noch einer. Aha. Arnaud. Hallo. Was ein Name. Die Forschung schreiten gut voran. Habt ihr Lust zu helfen? Ah, ich mache nur Spaß. Ihr habt sicher genug zu tun. Ja, ich denke auch. Da eine Quest einsammeln. Hallo. What's up? What's up? Seid ihr schon mal der See Magdalena begegnet? Sie erscheint nachts im See unterhalb des Ausblickhügels. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr sie möglich beseitigen könntet. Die nervt voll. Okay. Wir? Niemals. Doch, genau ihr. Seid vorsichtig, passt auf, dass ihr nicht verletzt und so weiter, ne? Okay. Machen wir. Mie? Wusste ich's doch. Meffi Meffi. Guter alter Nopon-Name. Allen Hom-Hom geht es besser, wenn Meffi Meffi in der Nähe ist. Hm? Weiß selber nicht warum. Ach ja. Die Nopon, liebe Leute. Das sind quasi die Mogris, die es in Final Fantasy gibt. Das sind hier die Nopon aus Xenoblade. Erwischt. Nix. How's it going? Ich kann überhaupt absolut gar nichts. Vielleicht liegt meine Stärke ganz einfach im Nichtstun. Wer weiß? Wer weiß das schon so genau? Mag ja sein. Ich muss sagen, ich fühle mich echt geil gerade dabei. Also, ich fühle mich super. Es macht voll Spaß, irgendwie das Spiel zu Let's Playen. Auch wenn ich genau weiß, was für ein Bunch of Arbeit das für mich noch ist. Aber, es ist so cool, das auf dem PC, also auf dem PC zu spielen. Mit der Switch. Finde ich gut. Finde ich mega. Ja, das wird bestimmt noch, Gurin. What's up? Außerhalb des Geschäftsviertels treiben sich Zackenzanger herum. Zicken, Zacken, Zackenzanger. Würdet ihr so nett sein, euch um die Biester kümmern, ne? Klar, easy. Monster Mission 1, Teil 1. Komm. Keine, und noch eine gleich hinterher. What's up? Schon dabei ist hier noch mehr Zack, 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 ja. Einfach nur Monster besiegen Mission. Muss man ja vorlesen, ist völlig irrelevant. Ist keinerlei Handlung dahinter. Einfach nur töten, töten, töten. So. Halt, wartet auf mich, ich muss mit euch sprechen. Das heißt der Erik. How's it going? Ich habe nicht die Kraft, mich mit ihr zu beschäftigen. Sonst werde ich niemals bei einer Forschung fertig werden. Aha. Du bist Monika. Ich fühle mich immer so glücklich, wenn ich in Eriks Nähe bin. Ich warne euch, funkt uns bloß nicht dazwischen. Ja. Okay. Niemals. Wer bin ich schon? Mach ich nicht, sowas. Nein, nein, keine Angst. Hallo. Perrine. Wo ist er? Findet ihr nicht auch, dass es bei uns Wissenschaftlern zu viele Wissenschaftler gibt? Einige davon sind sogar ziemlich jung. Aber die meisten sind wirklich von Ehrgeiz zerfressen. Ja, das lässt mich natürlich nicht allzu gut dastehen. Na, dann mach mehr. Oder was? Wupp. Alright, Shulk. How are you? Dixon! When did you get back to Colony 9? Just now. I see you've been busy. Looks like your Monado research has been going well. I made the right choice leaving you in charge. Your research notes really helped. So, you can activate it now then. Well, anyone can activate it. The problem is controlling it. Yeah, for everyone except him. Yes. If
anyone other than Dunban were able to control the Monado, we could surpass any military force in the world. You think so? What are these hidden functions you mention? It's still only conjecture, but it's starting to look like the Monado might be something far more significant than just a weapon for defeating Mekon. I see. And the evidence to support your theory? It's the symbol that appears in the center when it's activated. What I know is, the central piece is made from multi-layered glass. The symbol appears on the top layer, and each layer is constructed differently. So it's possible that other symbols could appear on different layers. Which means? The Monado might conceal even more power. Am I right? If we could just unlock the Monado's power. Dunban! Dunban! Prioritize the most severely injured! Come on, get a move on! Dunban! Don't look like that. I haven't come yet. Oh. Shulk. Monado. It was controlling me. Even so, it saved us. Saved our future. Next, it will be up to you. Dunban. Well, I better get the supplies delivered to the defense force. I'll drop round the HQ and see how they're getting on. Okay, then. I'll see you later. Shulk, you're spending too much time in the lab. Either that or rummaging for junk in the scrapyard. It ain't healthy for a kid your age. That's why you're always looking so pasty. You should get out, get some fresh air once in a while. All right, I'm off. Is it time to eat already? You didn't have to bring it yourself. You could have just called me. Don't be silly. Dankeschön, Fangpirat. Dankeschön. Do you want me to feed you? Don't treat me like an invalid. I'm better than I was a year ago. Much better. I really thought I lost you back then. Yes, but now I'm almost well enough to handle the Monado again. Dunban, don't say that. The Mekon have gone now. Why would you say that? I just mean I'm prepared. Sorry. Okay. More importantly, eat up before it gets cold. I made something really special today. Don't feel like you need to stay here then, Fiora. Go and make your next delivery. Huh? Well, I'm sure you'd like Shulk to try some while it's still hot. That's okay. Shulk has no sense of taste. He'll say it's delicious even if it's stone cold. In which case, today he would actually mean it. Maybe. I'm fine, Fiora. Off you go. Okay. Dunban, thanks. Ah.
I'm not finished yet. I have to be prepared to use the Monado again. Da bin ich wieder. Erstmal, dumme Grüße, Fandpirat. Danke nochmal. Dritter Monat, Mensch. Zu lange habe ich das schon, den Scheiß. Oh, guck einer an. Dankeschön. Und ja, Kurin, darfst du gerne sagen. Ich finde die Grafik auch tatsächlich erstaunlich gut dafür, dass es von der Switch kommt. Natürlich hast du einen Low-Poly-Count. Du hast keine maximal hohe Auflösung. Ich glaube, es ist gerade mal 1080p, wenn überhaupt. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Hätte gesagt, könnten auch 29 sein vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher bei dem Spiel. Aber trotzdem, man gibt sich die Mühe, alles aus der Hardware rauszuholen, was man so hat. Das ist völlig korrekt. Und damals auf Wii war auch tatsächlich, obwohl Xenoblade Chronicles ja auf der Wii rauskam, da nebenbei war, das war PS2, war schon PS3 gewesen? Das war schon PS3 gewesen damals, glaube ich. Na genau, die Wii war ja auf PS2 Grafikpower ungefähr, aber es war bereits die PS3 draußen und die Xbox 360. Und tatsächlich dann war die Wii natürlich extrem outclassed, was Grafikpower angeht. Und trotzdem zählte damals Xenoblade für meinen Geschmack zu den schönsten Spielen. Nicht den grafisch besten Spielen, aber zu den schönsten Spielen auf jeden Fall. Und ich finde generell, wenn man sich nachher die Landschaften ansieht, ist es immer noch eines der schönsten Spiele überhaupt. Grafik allein macht da nicht alles aus, sondern auch das Art-Design, ne? Der Art-Style, das Zusammenspiel der ganzen Sache und so weiter. Und da ist Xenoblade ganz groß drin. So, Handlungsbildung, bla bla bla. Okay. Wir spielen jetzt als Fiora. Fiora ist, oh, verdammt, Sequenz. Und tschüss. Hey, Fiora. Dixon. Looks like you're in a hurry. Where are you off to? I just thought I'd take Shulk some food. I'm on my way to the lab. Shulk's not there right now. Really? I just sent him out to get some fresh air. You know where he'll have gone. Outlet Park. That's the one. Okay. Thanks, Dixon. So, und wisst ihr was? Ich wollte was sagen gerade, aber ich lasse es sein, denn ich merke, die erste Spielstunde ist um, liebe Leute. Das heißt, ich mache zumindest für YouTube quasi eine kurze Pause. Das ist meine Erstlingsfolge. Und dann sehen wir uns in, keine Ahnung, 5 Minütchen wieder nach der Pause und machen das Spiel weiter. Also, bis gleich. Dranbleiben. Lohnt sich. Die Story beginnt ja erst. Und da kommt noch einiges auf uns zu, liebe Leute. Nicht verpassen. Dranbleiben. Bis gleich.